So, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück hier zu Slime Ranger. Und es ist schon wieder ein Rock ausgebrochen. Die sind doch Veggies. Klappt das mit dem Bärchen auch? Nee. Das habe ich schon fast gedacht. Muss ich hier. Oh, ist schon wieder einer draußen. Leute. Hi, Wolfs 300. Ja, war klar. Nehmen wir die Rockies erst wieder mit. Also, wir brauchen zwei Tabby Plots, sowie mehr Tabby Plots am besten, damit wir dann unsere Phosphor Slimes noch verwandeln können. Wir haben ja jetzt bis jetzt nur den, Aua, Tabby zum Phosphor, mit dem Phosphor Plot verwandelt. Und wir wollen ja die anderen natürlich auch noch irgendwie verwandeln. Und das machen wir jetzt. Haben wir es geschafft? So schnell. Oh, seine bringen mir jetzt nämlich schon gar nichts mehr. Also nicht mehr viel zumindest, dass ich lieber die anderen nehme. So, haben wir hier noch so einen blauen. Noch eine Frucht. Und dann gucken wir mal hier rein, ob es hier noch wieder ein paar Plots gibt. Au. Oh, noch ein Tabby. Oh, ein paar Tabbies. Ja, ich glaube, das war es auch schon wieder. Hier ist natürlich Rambazamba, ey. Es kommen ja immer neue dazu. Und das wird natürlich auf die Dauer relativ voll. Aber es ist ja nicht halb so wild. Hier fliegen ein paar Phosphor-Slimies rum. Ja. Es ist. Natürlich zieht es sich jetzt alles so ein bisschen. Ja. Oh, die Rockies wollen immer noch raus, ey. Ich krieg die Faxen. So, ich hoffe, ich habe da jetzt alle erwischt. Okay, dann können wir jetzt mal tauschen. So, die Phosphor-Slimes und die Rocks. Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir... Ich
Was kostet so ein Garten? Diesen Veggie, den ist es. Die Fruit, die Nerven. Dann machen wir jetzt das so. Die geht mir auf den Nerv, ist dir das gerade so? High Walls sind 300. Was zur Hölle? Ich wusste jetzt ja nicht, dass es so anstrengend wird. Ich weiß auch nicht, ob ich die Rosa dann irgendwie noch kreuze oder ob ich sie gleich dann mehr oder weniger schon rauswerfe. Aber ich wollte nämlich. Darf ich mir mal ins neue Gebiet flitzen und da ein paar holen. Da gibt es zum Beispiel die Honey-Teile, die Honey-Slimes, die ich persönlich relativ süß finde. Und ja. Jetzt kann ich meine Heartbeats ja mal hier hin. Oh, noch eine, da die andere ist weggebackt. Ah ne, hier lief ja noch einer rum, ne, die ganze Zeit. Stimmt ja. Stimmt ja. Oh, ich muss weg. Oh nein. Also diese Goldslime, den haben wir gerade schon wieder gesehen. Aber den kann man nicht einfangen. Man muss ihn aus der Ferne füttern und dann gibt der einen Plurge. Aber das war ja kein langes Vergnügen, dass ich hätte eine Chance gehabt oder so. Da wird es irgendwann noch weitergehen. Also ich glaube, das wird echt noch mal ein großes Ding. Und das Spiel kann natürlich noch richtig was draus werden. Also glaube ich. Zack. So. Also Wasserplatz bringt mir jetzt zum Beispiel noch so absolut überhaupt nichts, da ich was geht mir hier durch? Ich will so keine Knallerbse haben. Ich möchte zwar gern Platz von denen, aber ja, die bringen ehrlich gesagt viel, viel Geld. Den noch mal mit. Den gab es auch, aber hier gibt es die Honey-Dinger. Nehme ich Honeys mit. Honeys finde ich voll süß. Sechs Honeys reichen. Ah, hier gab es ja die Mint-Dinger. Ah. Hier weiter, hier waren genau die Teile drin. Ich waren sie immer noch. Oh, Leute! Na? Also,
Die Gefahr des Schreckens ist riesig. Kann liegen bleiben, das Geld habe ich. Honey habe ich genug. Wasserslimes was bringt, aber. So, jetzt haben wir hier. Oh nein, der hat einen Wasserslime gegessen. Die Arschkrampen hier vom Dienst. Wir müssen jetzt nicht ganz schnell wegkommen, weil wir nichts mehr zu erfressen haben. Wir sterben hier natürlich aus. Und da kommt man dann noch weiter mit einem weiteren Schlüssel. Und ja, wir haben uns jetzt zurück teleportet. Ich hoffe, wir haben genug. Ja, cool. Jetzt muss ich natürlich gleich nur noch die Tabbies hier hinten. Was habt ihr? Meat und Fruit. Das kriegen wir ja wohl noch hin, ne? Erstmal die drei Boomplurts. Und dann können wir da hinten das höher machen. Dann machen wir mit den Rocks und den Honeys. High Walls. High Walls. Haben wir da einen neuen drin? Das ist. Jetzt haben wir unsere zwei Tabby Plurts und die Cube Berries. Die 8 Stück. Karotten und Hühnchen. Jetzt könnten wir theoretisch damit unseren. ...250 Curb. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Oh, da muss aber auch schnellstmöglichst. Passieren.
Honey Plurz. Ich muss. Oh, lecko mio. Kann man auch echt nicht zu dicht dran stehen. So. Kriegen wir jetzt eventuell. Ja, das eher nett für die hin. Sehr gut. Ernet Purchase. Sehr schön. Was bloß? Hier muss ich woanders gucken. Müsste ich hier gucken. Zweifle nicht. Doch, für 350 könnte ich hier draußen ein Pound machen. Das ist natürlich geil. Jetzt brauchen wir 350. Hinten könnte ich Carrots noch reinpfeffern. Gibt ihr mir auch noch was? Na? Seid ihr zu viele, bitte? Ich glaube, ihr seid zu viele. Also. Es ziehen jetzt welche aus. Das sind zu viele. Too much. Honey-Dinger einsammeln. Ja, es ist, liebe Leute, es dauert leider alles immer so ein bisschen. Und au. Am Ende wird es einfacher, wenn die Bird Collector dran sind. Wenn die das alles einsaugen. Ich brauche doch nur noch 100. Au. Au. Kriegst du echt die Faxen bei denen? Pod Collectors mit das nächste, was wir da bauen. Ich brauche noch ein Plurt. Das kann doch nicht sein. Leute, kommt schon. Außer Tricks. Außer Tricks. Gott sei Dank kann man sogar durch die Gehege durchlaufen. So, und ich glaube, wir müssen auch wieder raus aus der Folge. Und wir bauen beim nächsten Mal unseren Pound für unsere Puddle Slimes. Und dann kassieren wir richtig Cash. Nämlich momentan 46, aber das geht auch noch in der Höhe. Und ja, ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und wir sehen uns, wenn es euch gefallen hat, in der nächsten Folge wieder. Also, liebe Leute, macht es gut. Tschüss.